Hallo allerseits, ich bin Zhang Chen. Die Klimakonferenz COP26 der Vereinten Nationen findet zurzeit im schottischen Glasgow statt. Die Entwicklung von umweltfreundlichen bzw. erneuerbaren Energien spielt eine wichtige Rolle bei der Begegnung des Klimawandels. Seit Jahren hat es in den Bereichen Elektroauto und Photovoltaik beträchtliche Fortschritte gegeben. Dagegen bleiben die Erfolge in der Windenergiebranche unauffällig. Obwohl die Energiequelle in den vergangenen 30 Jahren ungebrochen auf Wachstumskurs ist. In den 1970er Jahren wurde die ganze Welt von der Ölkrise beeinträchtigt. Inzwischen konnte die Windenergie als eine Alternative die Energiequellen Aufmerksamkeit auf sich lenken. Doch in die Entwicklung von Offshore-Windenergie ist die Welt relativ spät eingestiegen. Vor der dänischen Küste wurde erst im Jahr 1991 der erste Offshore-Windpark der Geschichte Vindeby offiziell in Betrieb genommen. Gegenüber herkömmlichen Windkraftanlagen an Land ist ein Offshore-Windpark ressourceneffizient. Ohne Einflüsse der Topographie können die Windkraftanlagen auf dem Meer dank der höheren und stetigeren Windgeschwindigkeit mehr Strom produzieren. Zum Beispiel kommt eine Onshore-Anlage mit einer Leistung von 1,5 Megawatt auf einen Wert von 1.800 bis 2.000 Stunden im Jahr. Auf dem Meer steigt der Ertrag dann auf 2.000 bis 2.300 Stunden. Stürme, Taifun, Eiskälte und Schäden durch Meerwasser erfordern eine besondere Vorgehensweise beim Aufbau eines Offshore-Windparks. Ursprünglich sollten Windräder in einer Gewässertiefe von 10 Metern angesetzt werden. Mit Fortschritten der Technologien sind Tiefen von mehr als 60 Metern möglich. Die Betriebsdauer einer Offshore-Windkraftanlage beträgt 20 bis 30 Jahre. Die Anbindung ans Stromnetz erfolgt in zwei Schritten. Der auf hoher See erzeugte Strom soll zunächst in eine eigene Umspannplattform des Offshore-Windparks transportiert werden. Dann führt ein Seekabel den Strom von hier aus direkt zum Netzknotenpunkt an Land. Nach Transformierung wird der Strom in das Spannungsnetz eingespeist. Mit einem Marktanteil von über 80% dominiert Europa den globalen Offshore-Windenergiemarkt. Bis Ende 2020 machte die installierte Leistung der Offshore-Windkraftanlagen in Europa knapp 62% der Gesamtkapazität der Welt aus. Damit bleibt Europas Offshore-Windenergieindustrie weltweit führend. In der Windkraft auf See ist China eher ein Spätzünder. Doch forciert das Land den Ausbau dieser erneuerbaren Energiequelle. 2010 wurde die erste Bauphase des Offshore-Windparks Donghai Bridge, der sich im ostchinesischen Meer nahe der Metropole Shanghai befindet, abgeschlossen. Im 14. Fünfjahresprogramm plant China, mehr Offshore-Windkraftwerke in Küstengebieten in den Provinzen Guangdong, Fujian, Zhejiang, Jiangsu und Shandong anzurichten. Die ausgewählten Regionen sind bevölkerungsreich und zählen zu den Vorreitern der Maschinenbauindustrie des Landes. Wegen des hohen Strombedarfs in diesen Provinzen kann die auf dem Meer erzeugte elektrische Energie einfach vor Ort verwendet werden. Ohne weite Transportwege können die Gesamtkosten für den Betrieb eines Offshore-Windparks reduziert werden. China beschäftigte sich jetzt mit dem Ausbau der Offshore-Windkraft. Konkret geht es um Erzeugung von Wasserstoff aus Offshore-Windparks. Außer Stromhochsaison soll die übrige Offshore-Windenergie für die Wasserstoffproduktion eingesetzt werden. In der Hochsaison wird das grüne Gas dann als eine der Energiereserven verwendet. Laut Experten kann die Offshore-Windenergie mit anderen Branchen wie Tourismus zusammen eine neue, innovative Industriekette der Meereswirtschaft bilden. Zum Beispiel haben Deutschland, die Niederlande, Belgien und Norwegen Offshore-Aquakultur-Pilotprojekte durchgeführt. Auch die Marktperspektive des chinesischen Offshore-Windenergiemarkts hat die internationale Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Für das Entwicklungspotenzial der Offshore-Windenergieindustrie in China zeigt Norwegen bereits großes Interesse. Die Entwicklung der erneuerbaren Energien kann die grüne Energieumwandlung in der Welt fördern, was zahlreiche neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen wird. Es lässt hoffen, dass China und Europa die Zusammenarbeit im Bereich umweltfreundlicher und erneuerbarer Energie weiter ausbauen werden.